durchzuführen, also vor der 4 Punkte zu nehmen. Auf das Konto der Schindler Bay Roadworks. 52 zu 37 der Punktestand. Nach was wäre für einer halb gespielten Halbzeit, 13 Minuten noch zu spielen, bis zur Halbzeitpause.
Patricia Smackenawa mit der Nummer 42. Hier wieder mal. Timeout von Dublin Roller Derby. Eine Möglichkeit für beide Teams, ihre Strategie nochmal zu überdenken und sie ihren Vorteil auszubauen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die NLDX für die Homepage der Stuttgart Roller Girls sowie an Spring Rebels und Quad Rollers Game Shop für das Sponsoring der Teams. Zwischen Mike Lennon und Stabber haben wir eine Kassierung für einen Low-Block.
von Rider Officials Crew bereist immer eine komplexe Situation. So wie ich gesehen habe, hat die Enemy in der Situation über Stepper hinübergestolpert und auf ihr gelandet. Der Initiator des Blocks wahrscheinlich nicht ganz klar. Damit auch unklar, inwiefern eine Penalty gegeben werden kann.
Schwellen stattgegeben werden, dann heißt das natürlich, dass dieser nächste Jam als Power Jam für Dublin beginnen würde. Nichts, das sich die Hit Girls momentan wünschen würden.
Das Official Review wurde abgelehnt. Constance, Polyterritory weiterhin auf der Bank. Das heißt, Trisha Smackinera gegen einen Power Jam. Star diesen Jam. Und der Geschichte sich in der Runde wird hier von dem Headhunter nicht ganz aus dem Brett gefördert. Bleibt also drauf und ist die Jammer für Double Roller. Und arbeitet hier bereits an ihren Punkten. Energisch und aktuell explosiv. Und das sind sie, die ersten 5 Punkte in diesem Jam für Trisha Smackinera. Die zweite Halbzeit steht kurz vor dem Start. 30 Seconds is called. Seid ihr alle wieder da? Natürlich sehe ich, ihr seid nicht alle da, aber die, die da sind, sind dabei. Das ist schon mal gut. In knapp 10 Sekunden der nächste Jam. Der erste Jam der zweiten Halbzeit mit der Nummer 16 für Double Roller Derby. Jam World an der Jam-Linie für die Hintergrund. Polly Purgatory. Polly Purgatory hier noch. Wir haben die Herren als erste
Grandstand, field up.
Jam. Der Punktestand inzwischen deutlich knapper geworden. Wenn ich richtig gezählt habe,